Hi Leute und willkommen zurück zur Another Code Recollection. Suche nach der verborgenen Erinnerung. Wir haben jetzt ein Part rausgefunden, dass die für die Verschmutzung des Sees auf jeden Fall verantwortlich sind. Man hat es auch draußen gesehen, dass die ganze Zeit diese mnemonische Flüssigkeit da ausläuft. Und Rex hat zumindest das Labor gerettet, indem er ein paar Technologien verkauft hat. Und wir wollen jetzt wissen, was Gina hier vorne noch macht. Du wolltest Gina uns irgendwie helfen. Ashley? I told you to stay put. The gate won't open? Nope. Scanning this should open it. But it just isn't working. I've tried everything. This must be Sophia's doing. Let me try. Huh? So, Bewegungssteuerung. Sicherheit. Ach du Schande. Öffne die Versiegelung, indem du die Konsole über den Controller neigst. Bei korrekter Neigung füllt sich die Anzeige des Symbols und es geht weiter zur nächsten Eingabe. Okay. Die nach vorne. Unten, rechten Stick. Oben. So, links und A. X und A. A, A und R. Und wieder nach vorne. Okay, ist doch nicht so schlimm mit dem Neigen. Linken Stick, A und R, rechten Stick, rechter Stick im Kreis. Was ist denn daran falsch gewesen jetzt? Y, oben links, rechten, ich drehe den rechten Stick. Verstehe ich nicht. Ich habe den rechten Stick definitiv benutzt. Keine Ahnung, was der da missinterpretiert. Hätte ich ihn reindrücken müssen noch zusätzlich? Stand aber nicht. Stand drehen. Ach, keine Ahnung. Alright, got it. What is that? What did you just use? This is the RAS. It can open all sorts of gates, doors, whatever. Okay, but what is it? It's this thing my mom invented. Your mom made a piece of tech like that, and you have it? Well, in any case, good job. Now I can get to Ian. Where is he? Lab 103. I don't want to stand around waiting. I want to come with you. Ashley. I have the RAS. It's bound to come in handy again. Right. Okay, let's go. Ja, das RAS geht ja auch nicht mal auf. Ich würde mich hier noch umgucken wollen. Ach, Mann. Ich rein? Na, Oh, komm schon. This one's closed too. Can you open it? Leave it to me. The RAS isn't responding. Sieht doch schon kaputt aus. Hmm. The light on this device is off. Maybe that's why the RAS isn't responding. Let's see. Die Tür verfügt über einen Sicherheitsschloss. Oh! Erdteigung fällt fast ab. Platine. So sieht das also innen aus, was? Steckplatz. Gina! Gina, schau mal. Denkst du, das ist kaputt? Oh. In dieser Halterung fehlt der 1C-Chip oder IC-Chip. So funktioniert das nicht. Wer würde sich denn so viel Mühe machen? Aber wenn ich den Chip ersetze, müsste es funktionieren, oder? Mm. Ja, das sollte es. Möglicherweise hat Dr. Robbins einen passenden Ersatzchip. Right. Ja, wir sollten in sein Labor nachsehen. Vielleicht finden wir ein Labor 202. Okay. Wir müssen erst den Chip finden. Wir sollten in Papas Labor gehen. Ja, wollt ihr doch. So, 202. Kann ich in den auch rein? Das ist nicht Papas Labor, oder? Ich glaube gedacht. Ist okay. Weil nur in sein Labor. Papas Labor, gehen wir rein. So, hier ist mit Sicherheit auch noch so ein Dingens versteckt. So, this is my dad's lab. That's right. I could have guessed from the mess. Your dad's very passionate about his work. Oh. Okay. Ich hatte schon fertig gelesen, aber sie war noch am Reden. Bücher. Noch ein Bücher.
Ich sehe kein System dahinter, wie diese Bücher angeordnet sind. Was machen die, wenn sie ein bestimmtes Buch brauchen? Gehen sie jedes einzelne durch? Wahrscheinlich. Das Logo von JC Valley und die jeweiligen Raumnummern stehen auf der Anzeige. Durcheinander. Ah, hier haben wir doch einen Chip. Jede Menge Schrott, aber kein IC-Chip, was? Oh. Aber, was zu lesen? So, dann. Du da. Nasas mögliche Rückkehr. Ah, er will das Nasa echt haben, ne? So. Im September wird es schon 1,5 Jahre her sein, dass ich die Blood Edward-Insel verlassen habe. Achso, das hat er früher geschrieben. Rex hat mich angerufen, ein früher Kollege aus MJ Labs. Er ist inzwischen Direktor von JC Valley und wie es scheint, planen Leute aus seinem Labor, das NASA-Projekt wiederzubeleben. Ich war mir sicher, dass das Unterbrechen von Bills Übertragung von der Insel aus von der Insel, das NASA damals mitsamt des Source Code zerstört hätten. Aber offenbar ist zumindest ein Teil des Codes, den Bill transferiert hatte, jemandem in die Hände gefallen und hat so seinen Weg in das Datenmanagementsystem von JC Valley gefunden. Rex prüft, wie die Daten dorthin gelangen konnten. Und er versucht, alle zu identifizieren, die darin involviert sind. Bis jetzt weiß er nur, dass einige Daten innerhalb des Sicherheitssystems gespeichert sind, auf das er selbst keinen Zugriff hat. Er hat keine Ahnung, was der Code dort zu suchen hat. Er bat mich um Hilfe bei der Untersuchung und ich habe sofort zugestimmt. Wir können nicht zulassen, dass das NASA-Projekt wiederbelebt wird. Um keinen Preis. Ich habe bei JC Valley angefangen, um sicherzugehen, dass nie wieder irgendjemand unter dem NASA leiden muss. So wie Ashley und ich darunter litten. Deswegen ist er so beschäftigt. So. Mülleimer. Hm? Über Schrott, aber der Mülleimer ist leer. Klar. Hier ist auch kein IC-Chip. Gina? Oh. Dad. Aber da auch ein paar Fotos von uns hier. Um alles in der Welt kommt dieses Foto her. Wow, wie die Mutter einfach von hinten fotografiert. Wir noch voll müde da vorm Spiegel stehen. Achso, oben sind auch noch Fotos. What? Aber kann auch Gitarre spielen? Vielleicht sollte ich ihn fragen, ob er mal mit mir jammt. Band Contest. Aha. Papas Arbeitskollegen sind auf dem diesem Foto. Es sieht aus, als ob er mit so ziemlich allen befreundet wäre. So, ja, dann Gina. Alright. Sollten uns aufteilen. Ich sehe dort drüben nach. Auf der Arbeitsplatte steht eine häufig benutzte Kaffeemaschine. Es liegt ein leichter Kaffeegeruch in der Luft. Papa und sein Kaffee. Stimmt, schöne Anspielung im ersten Teil. Naja, ist eine Kaffeemühle und mehr oder minder. Nehmen wir es gekocht. So, elektrischer Wasserkocher. Mhm. Der muss für Kaffee sein. Können wir da nicht irgendeinen Chip rauspulen, irgendwas? Etwas staubig, hat vermutlich länger niemand angefasst. Ich sollte mich etwas mehr umsehen. Gina. Ich kann ihn nicht finden. Ich habe keine Ahnung, wo dieser IC-Chip sein könnte. Vielleicht ist er gar nicht hier. Wenn er nicht hier ist, sollten wir in Sophias Labor nachsehen. Aber das ist riskant. Hey. Wo ist Sophias Labor? Labor 203. Aha, jetzt kommen wir da rein. So, noch irgendwas? Mantel. Ah. Vielleicht ist er in Papas Manteltasche. Könnte er dort sein? Nichts. Okay. So, jetzt steht sie nicht mehr im Weg. Familienfotos. Pinnwand. Nee, jetzt haben wir nichts mehr. Kisten. Diese Kisten sehen schwer aus. Sie sind vielleicht. Sie sind voller Teile, die ich noch nie gesehen habe. Na gut, gehen wir ins Nebenzimmer.
no use. Das ist Sophias Labor, aber die Tür ist verschlossen. Wait, wait. Aber das Gerät hier hat Strom. Vielleicht kriegen wir die Tür auf. Links, rechts, Y. Plus. Ach nee, plus. Links. Unten. Yes! Huh? Ist offen. Gut gemacht, Ashley. Jetzt können wir uns dort umsehen. Yeah. Gehen wir. Alright. Okay, folge mir. That's a relief. Luft ist rein, niemand da. Tja, das ist also das Labor von Sophia. Denkst du, wir finden hier den IC-Chip für die andere Tür? Wir müssen mal sehen. Teilen wir uns auf. Ich schaue mich beim Schreibtisch um. Okay, wir fangen natürlich wieder links oder so an. Okay, das ist die Tür. So, was haben wir hier? Lampe. Tag-Anruf, das Logo. So, das haben wir drüben auch schon. Das ist eine Kamera. Sie haben sogar im Labor Sicherheitskameras. Ja. Aber ich weiß jetzt bestimmt, dass wir da sind. Labor-Kill. Könnte der Chip in einer der Taschen sein? Anscheinend nicht. Aha. My bag. What? This is my bag. It was stolen at the bus stop. What's it doing here? Sophia must have left it here. She was the one who asked Matthew to steal it. Why would Sophia want your bag? Ugh! She dumped all my stuff in the garbage! I need to make sure it's all here. Oh! Teddybär. Sogar mein Teddybär? Er ist völlig in Ordnung, nicht mal schmutzig. Ugh. Er würde sowas wegwerfen. Echt uncool, Sophia. Ah, unser Teddybär ist da. So. Ja. Meine Musiknoten sind auch da und alles noch in einem Stück. So, unser Handy. Oh, erstmal das. Oh. Mein Geldbeutel ist auch da. Geld und alles ist noch drin. Geldbeutel. Bildtelefon. Da ist auch mein Handy. Damit können wir Hilfe rufen. Ach Mist, der Akku ist leer. Darn it. Doof, dass ich das Ladegerät nicht habe. So. Oh. Ashley's Demo. Unser Album. Uff, es hat nicht mal einen Kratzer. Überhalten. Oh, hey, da ist was ganz unten im Mülleimer. Wait, wait. Gina, was hast du. Hast du eine Ahnung, was das ist? Na, das ist der IC-Chip. Sophia muss ihn aus der Tür entfernt haben. Yes. Damit sollten wir jetzt die Tür aktivieren können. So, aber erstmal lesen wir das jetzt alles durch. Ups, das wollte ich nicht. Da wollte ich hin. So, mein Teddybär, den ich aus Sophias Mülleimer gerettet habe. Ich bin so froh, dass ich ihn wieder habe. Ups. Hashtag voller Erinnerungen an Papa und die Blood Edward Insel. Ein Notenbuch mit den Noten für das Lied, das ich beim Wettbewerb spielen wollte. Darin stehen die Griffe für die Akkorde. Sophia hat es einfach in den Mülleimer geworfen. Wie herzlos. Sophia hat mein Geldbeutel in den Müll geworfen. Es ist nicht mehr viel Geld drin, da ich das meiste für meine Gitarre ausgegeben habe. Mein Handy, das Sophia in den Müll geworfen hat. Der Akku ist leer, also kann ich es nicht benutzen. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Eine Demo-CD mit Liedern für den Wettbewerb, Bandwettbewerb. Ich musste sie aus Sophias Mülleimer fischen. Ich bin froh, dass sie unbeschädigt ist, denn ich brauche sie ja, um am Wettbewerb teilzunehmen. Ein kleines Objekt, auf dem ein Schlüssel abgebildet ist. Der Chip lag in Sophias Mülleimer. Sieht aus, als könnte man in etwas stecken. Das heißt, sie hat ihn schon rausgezogen, die Tür und alles, im Müll geschmissen und dann sind die quasi zum Grillen gegangen, ne? Das kann natürlich sein. So, es war noch eine Vase. In der Vase stehen gelbe Blumen. Okay, eine Vase. Computer. You're going to search the computer? Yeah,
Might be able to dig up some dirt on Sophia. Do you know her password? Probably. Got it. Whoa, already? You're amazing! I do my best. 1 point for the good guys, right? Right. Oh. Oh, this is... You found something? She was emailing someone. I can't see who. But there are two emails here. Sophia may have had help. What do they say? Dr. Robbins hat, seine Tochter eingeladen, also habe ich einen Jungen ihren Rucksack stehlen lassen. Leider hatte sie keine Informationen über das Another bei sich. Wow. Aber ich gebe nicht auf. Nachdem, was mir meine lokale Quelle berichtet hat, ist es möglich, dass Ashley etwas über das Another weiß. Ich werde direkt Kontakt mit ihr aufnehmen, um diese Annahme zu überprüfen. What is this? It's information about the Another. She's getting help from somewhere. Sophia was after me right from the start. She had Matthew steal my bag in exchange for info on his dad. Ugh, Sophia, you... I'm not letting her get away with this. Gina? I've had enough of her doing whatever she pleases. Let's stop her. First, we need to find whoever's helping her. Let's see what's in the other email. Mit der ersten Version des Another, die bei JC Valley entwickelt wurde, war das Gerät, das auf der Blood Edward-Insel entstand, den Daten erster Tests zufolge funktional überlegen. Das verbesserte Modell wurde jedoch bei einem unglücklichen Unfall zerstört. Naja, es war Absicht. Vor dem Unfall konnten einige Daten extrahiert und dann in den Another-Prototyp geladen werden. Die Datenübertragung brachte ein neues Problem mit sich. Die Daten waren mit einem einzigartigen Initialisierungscode versehen. Und es wird ein externes System benötigt, um auf sie zuzugreifen. Anscheinend erschuf Dr. Robbins beim Bau des neuen Geräts eine zusätzliche Verschlüsselungsebene. Der Agent, der zur Blood Edward-Insel entsandt worden war, berichtete von der Existenz eines eigenständigen Fernzugangspunkts für das zerstörte Another. Deshalb konnten wir diese Berichte nicht bestätigen. Dr. Robbins schweigt darüber, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass seine Tochter Ashley im Besitz dieses Gerätes ist. Deswegen hat sie uns beklaut. Ashleys persönliche Gegenstände werden das nächste Ziel unserer fortlaufenden Nachforschung sein. There's an another in this lab? This mentions an agent. I wonder if that was Bill. And I wonder if Dad knows Sophia was looking into another. Dad's not on the another project anymore. Is he? Blood Edward Island. Dr. Robbins mentioned that place. Maybe this agent is the person helping Sophia. No, it can't be. He died on the island. You were there with your dad. Well, if he's gone, who's Sophia working with now? So, Notizblock. Ah. Ist das Sophias Notizblock? Vielleicht hat sie ihre Pläne aufgeschrieben. So viel Glück habe ich nicht, keinen Hinweis zu finden. Das wäre es auch gewesen. Ist ja aber liegen zu lassen dann auch noch. So, mehr ist sie nicht. Haben wir jetzt nichts mehr? Das hatten wir auch, ne? Ja. Nope, nichts. Im Raum selbst steht auch nichts, wo ich irgendwie durch Zufall dran vorbeilaufe. Nö. Okay, gehen wir und machen die Tür erstmal wieder auf. So, bevor wir es machen, ich weiß nicht, ob danach eine Cutscene triggert oder sonst was, würde ich erstmal Schluss machen, dann öffnen wir beim nächsten Mal die Tür und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao!